Tja, gut, dann halt jetzt so anders und keine Ahnung. Aber so ganz ehrlich, Sweet mit Zweitwaffe, als, also mit dem Maschinengewehr als Zweitwaffe gefällt mir verdammt gut. Tja. Ich bezweifle, dass ich wirklich effizient Schaden mache mit der, Das sehen wir dann nachher. Mit der Rex. Mir ist nur aufgefallen, ich visiere die an auf Nähe, die schießen dann irgendwie und es sieht nicht aus, als würden die Schaden kriegen. Und dann kommt von irgendwo ein kleines Partikel, die Schaden machen und keine Ahnung was und ich raff. Ja, du schießt Splitterraketen, wenn du zielst. Keine richtigen Granaten. Und die ganzen einzelnen Splitter. Und die visieren dann nach und nach an, okay. Ja. Ich wollte gerade sagen, weil irgendwann habe ich aufgehört, die zu spielen nach den ersten zwei, drei Runden oder so, weil ich die Waffe nicht gerafft habe. Okay. Okay, die normalen Raketen sind simpel und wenn das andere Splitterraketen, dann verstehe ich das jetzt auch. Das, dann gibt das wieder Sinn. Türme. Jetzt aber wirklich. Ja, lass mal schauen. Der hinter in der Ecke steht, genau. Ja, so okay. Ganz generell würde ich mal sagen, hierhin, Amp. Und oder Feuerleiterturm. Der Feuerleiterturm kommt dann dahin. Okay. Oder packt man das doch eins weiter nach, rechts. So von der Range her. Nee, das ist okay. Sollte eher noch eins weiter nach hinten. Dahinten? Nee, ist zum okay. Zum Kern. Eins weiter zum Kern. Ja, mach also, ich doch nach rechts. Also in der Mittelreihe? Eins weiter zum Kern, also runter. Hier, wo ich stehe. Da, wo du gerade stehst, meine ich ja. Nämlich in der einzelnen Reihe. Rechts, aber gut. Ja, dann halt dahin. Ich sehe schon, ihr versteht euch heute prächtig. Absolut, ja. Sagen wir so, Markus und ich verstehen uns heute ziemlich gut. Du stehst auch vor. Ja. Ja. Auf Stufe 3 war der, hat er eine große Range, ne? Ja, genau. So. Problem ist, damit kriegt der Amp-Turm erstaunlich wenig Reichweite nur. Oder warte. Oder soll ich einen Amp-Turm dahin stellen, wo ich jetzt gerade stehe? Also ich meine den Feuerleitturm. Auf Stufe 3 kommt er nämlich an die Amp noch ran. Ja, ich glaube, so kriegt er aber mehr von einem anderen ab. Sicher? Der hat dann eine ganze große Reihe, die er nicht abnehmen kann. Ihr müsst ja bedenken, da unten kommt ja später mal eine Zeile dazu. Das werden wir, glaube ich, nicht mehr ganz schaffen. Und wir könnten es versuchen. Wir kriegen zu wenig Fläche. Mecker nicht. Sagt mir, soll ich den Feuerleitung hier entpacken oder nicht? Würde ich schon machen. Ich sag nein. Schauen wir jetzt nochmal an, wie es auf der Karte im Endeffekt aussieht. Wir können uns danach gleich wieder ändern. Okay. So sieht das aus. Dann ist wenigstens sicher, dass in dem Bereich um den Feuerleitturm unsere Doppelreihe auf jeden Fall schon effizient genutzt werden kann. Was blöd ist für die, die von da hinten kommen, das stimmt. Nee, eigentlich auch nicht. Ich bin für diese Aufstellung. Ich glaube, zumindest der Laser ist jetzt außen vor wieder. Also bleiben wir dabei. Den Laser kann man ja auch umplatzieren. Eben. Ja gut, aber so nah dran würde ich eigentlich eher die wirklich wichtigen Sachen platzieren, aber gut. Ja, eben sowas. Ist aber auch erfrischend, mal wieder eine andere Stimme zu hören, die andere Sachen sagt auch vor allem. Ja. Vor allem nicht sowas wie von Sky, sowas wie This is gonna get him. Weil ich auch schon auswendig weiß. Sondern dieses so nicht schwer. This might work. Das könnte klappen. Nebenbei hat noch jemand 10 Punkte übrig. 10 Punkte für einen armen alten Mann. Ja, jetzt habe ich hier 10 Punkte und muss sie nicht mehr verwenden. Toll. Yay. Hm.
Dann hast du nicht noch einen Kanonenturm aufgestellt, wenn jemand will. Das wäre noch das zweite, die zweiten Turm, den ich dabei hatte. Und ein Minenspender. Minenspender wäre vielleicht extrem praktisch da hinten, oder? Ja. Verbräuchte ich Punkte. Moment, ich packe erstmal hier meine restlichen in den. Nebenbei heißen die Teile wirklich Punkte oder wie heißt das? Haben wir? Was ist eigentlich der Name von diesen Teilen? Ressource. Ah. Okay. Wie einfallsreich. Ja, nur ich meine, wie willst du das sonst beschreiben? Ich meine, du verwendest die Dinger zum Türme bauen, zum Türme verbessern. Naja. Und einfach so ist. Metall kann man es ja direkt nicht nennen, weil du ja nicht nur ein paar Metallplatten drauf patschst. Genau, Materie. Credits. Ja, du kaufst die Dinger ja nicht, ne? Doch. Du kaufst sie von deiner übergeordneten Organisation. Nee. Das sind Einmalprodukte, musst du immer neu kaufen. Den Schrott verkaufst du wieder, für denselben Preis. Ja. Okay, dann verzichten wir halt nochmal eine Runde auf das Drohnen-Ding, wenn du da die Mine noch aufbaust. Okay. Die setzen wir wirklich nah an den Kern vielleicht irgendwie. Das ist doch total egal eigentlich. Ja, aber ich will die eigentlich in der Amp-Range auch haben. Ah ja. Da ist halt hier hin. Ah. Ich würde da gerne haben eigentlich. Da. Jo, pack hin, wo du meinst. Hallo. So. Schon wieder 7 Minuten nur Planung. Ach ja. Das ist ein Planungsspiel. Ja, schon klar. Plays am Internet. Was? Oh Mann, ey. Das ist so richtig gebrochenes Deutsch-Englisch. Plays am Internet. Ach, das, ja. Dede Games. Dotto Game. Yeah. Genau. Ja, was machen wir mit den restlichen 210 Punkten noch? Ich will einfach noch ein Buch. Okay. Gut. Ja, ich meine. Ansonsten hätte ich noch mal einen Kanonenturm gebaut, aber. Oder es sein gelassen. Dann haben wir den Drohnenturm nicht verstehen, ist okay. Jo. So. Okay, ready. Dann bauen wir mal wieder. Ah, die kommen jetzt von was beiden Seiten raus? Da kommen die Viecher raus. Und da 10 und Zombies. Ich gehe mir auf die Zombies. Ja. Fail. Die Dinger hauen aber auch rein. Oh! Jetzt weiß ich, warum die Sniper gut ist. Die macht durchdringend. Alter! Oh, ist die gut. Hier kommt schon einiges raus. Und fail. Ich kann einige ablenken, weil ich einige zu mir locken kann mit meinem Schaden. Ich hab den hinteren gerade. Okay. Hey.
Ey, Krisensituationen überall. Wo denn noch? Hier der ganze Kernbereich. Oh, ich hab keinen Gitterfanal, aber. Und da kommen die ersten Springer und dazu haben wir noch Zeitlimit. Jo. Dann machen wir das hier mal kurz springerfest. Endlich wieder MVP, ey. Ach komm. Springer fest. Die Frage ist halt, ob die auch schräg hier drüber kommen. Denn wenn ja, ist blöd. Wo schräg hier drüber? Da kommt die nicht rüber. Nee. Panik, Kairos. Ja, ich versuche mich um die Springer zu kümmern. Ich kann die ja anvisieren, das ist ein Vorteil. So, übrigens Minen. Oh, die können da doch drüber. Ah, herrlich. Aus Helfen, da kommst du damit klar. Mit Sehe ich. Scheiß Sniper, ich komme mit dir echt nicht klar, ist zwei Wochen. Hast du noch Leichtexplosionen drin? Nein. Ist es automatisch bei dir, okay. Hat irgendwie anders. Kern ist noch auf vollem Leben. Das ist sehr schön. Gut. Ich meine, ich glaube, ich schieße einfach zu langsam, weil ich teilweise warte ich ewig mit den Aufladungen und zu zielen noch eine Weile, deswegen mache ich wahrscheinlich doch relativ wenig Schaden. Wenn ich das wirklich mal lerne, richtig gut zu spielen, kann ich glaube ich sogar gut mehr Schaden machen als mit Sky, was nicht schwer ist. Gut, ja. Hey. So, ich reg mich auf, wenn die hier auch drüber springen können. Können die nicht, also wahrscheinlich nicht. Mach ich hier hinten auch nochmal, ne? Jo. Nee, so dick muss es nicht sein. Das war nur hier. Das war nur der Block hier, über den wir drüber haben können. Ja, dann machen wir wieder das weg, was ach, nicht. Ach da ganz außen war das. Dann brauchen. Ah, glaub schon. Weil ich hab nicht gesehen, wo die drüber gesprungen sind. Ich hab nur gesehen, dass die eben hier lang gerannt sind und dann eben hier irgendwie rüber. Ja, und hier auch noch. Boah, jetzt hab ich dir Geld gegeben. Ja, und der hier nicht, oder wie? Ne, weil die hier. Ansonsten haben sie hier so drüber können. Gerade. Weil es ein Block dick war. Okay, dann hoffe ich mal, dass du recht hast. Perfekt. Dann erweitern wir hier den Gang nochmal ein bisschen, ne? So. So. Blitzturm, wer noch drei Punkte hat. Markus, den einen Platz noch hier in die Mitte packen? Ja, lass mich zurechtfinden. Nein. Du hast jetzt keine Zeit, um im Schlamm Spaß zu haben hier in der Säure. Nein, das aber nicht. Ja. Nein. Es wälzt sich gleich in der Säure und verreckt einfach instantly. Instant death. Ja, aber. Ja. Mann, primiert der right Wohn. Endlich ist sie still. Ich bin wieder da. Ah. Oh Mann, ey. So. Ah, gut, wir haben Wackelköpfe, wir haben Rhinos und wir haben Sauger. Schwamm. Schwamm. Kanonenturm. Ja, Kanonenturm. Einfach hier hinpacken? Jo. Und vielleicht auch mal den letzten Rest in die. In den Blitzturm. Ja, gleich. Wir haben noch gar keinen Raketenturm. Den mache ich gerade. Und ich habe hier noch eine. Einen Fokus gesetzt. Das soll ein Raketenturm sein. Das sieht besser aus.
braucht er weniger Punkte. Ja, die Range ist beachtlich. Hm. Und der ist verstärkt im Whatnot. Gut, 200 hast du noch. Was nehmen wir denn noch als nächstes? Und der Feuerleitturm ist nicht mal in Range von dem Raketenturm. Brauchen wir auch nicht bei dem. Ist egal. Ja, ich glaube, noch ein Fokus wäre eigentlich ganz gut, wenn du den noch irgendwie halbwegs hinklotzen kannst. Soll ich hier neben den Dings packen einfach, oder? Ja, mach mal. Ja. Noch 50 Punkte, die packe ich noch mit rein, so. Jo. Nebenbei, dein Fuß steht in Strahlen, das ist vielleicht nicht so gesund. Was, meiner? Ja. Das sind massale Strahlen. Ah ja. Die werden erst zum Tödlichen geschossen, wenn sie da diesen blauen Ausschussstrahl berühren, ne? Ja. Ja, die massieren die Lumen zu Tode. So eine... Dann sind die so wirklich so tief entspannt, dass sie praktisch vergessen zu atmen. Und dann einfach ohnmächtig umfallen. Nee, das sind so Masseure, so ganz feine, die gerade so aus der Sonderzelle im Knast entlassen wurden. So ganz fein zerpulvert, oder wie? Mhm. Ah, okay. Die dir einfach mit dem Daumen nur mit einem Massagestrich einfach das ganze Schulterblatt so fein zerreiben können, dass du keine Schmerzen mehr drin fühlst. Unsere Theorien. Das sind keine Theorien. wer macht was? Schwämme. Ja. Dann versuche ich mal kurz die Rhinos irgendwie ein bisschen zu, naja, beballern. Haben wir eigentlich die Minen platziert? Ja, haben wir sogar diesmal. Schön. Und das war's mit den Rhinos. Die sind durch. Ich weiß, dass die durch sind. Aber Markus vielleicht nicht. Ja, ja. Das macht man nicht. Wenn er sich auf seine Schwärme konzentriert. Ja, eben, deswegen, ja. Alter, das schaut nicht gut aus. Ja, dann mach was. Ja, ich bin ja schon da. Das ist gut. Geht's nicht, es. Ich glaube, das letzte Mal hat es besser ausgesehen, oder? Ich glaube nicht, ne. Das letzte Mal hatten wir nur Probleme mit Zombies anfangen. Und Spinnen. Kümmert sich mal mehr um die Wackelköpfe, das kann ich nicht alleine tun. Ich habe nur noch eine Waffe. Bin ja dabei. Wenn ich sie treffen würde, liebend gern. Wieder einen getroffen. Ja, Glückstreffer. Den muss ich von hinten angreifen. Yes. Ja, das war... Gute Güte, war das knapp. Ich glaube, das war die Runde, wo wir jetzt mal auch verreckt sind. Genau, mit den vier Läufern. Kann es sein, dass sich der Kern nicht mehr regeneriert? Der regeneriert sich doch immer um ein Zehntel, oder? 500 Lebenspunkte. 500? Ne, 1000 war das doch, meine ich. 500. Das waren auf keinen Fall 1000. 500 ist halt wenig, na gut. Ich dachte irgendwie mal um so ein Zehntel, das wären in dem Fall 400, aber... Ja, dann sage ich jetzt schon mal Good Game. Joa, geht. Ich glaube, eigentlich muss man das wirklich so machen, dass man die Wege wirklich nur einen dick baut und sich dann um die Hüpfer manuell kümmert.
Weil die halten echt kaum was aus. Müssen wir beim nächsten Mal mal versuchen. Vielleicht klappt's ja doch. Wieder alle Wahrscheinlichkeit. Wir können natürlich doch einfach alles umbauen jetzt, aber... Ne. Nein. Nee, zu faul. Dann... Vielleicht eine Gauss oder so? Die macht hier, glaube ich, relativ wenig Sinn. Man, klar, können wir machen, aber ob sich's lohnt, ich weiß ja nicht. Ich finde es traurig, dass wir so mit den ganzen Türmen beschäftigt sind, dass wir noch nicht mal genug Punkte übrig haben, um einfach mal sowas wie die den Turm hier einfach mal zu überladen. Ja. Sonst konnten wir es immer sehr früh machen und waren voll OP damit, weil die Türme so unglaublich stark waren und jetzt haben wir so viele Probleme, dass wir es nicht mal machen können. Wir sind auch erst in Welle 6. Ja, ich weiß. Vor allem, was denken sich hier die DLC eigentlich? So, Challenge. Nein, wir geben euch eine komplett irrationale und nicht zu erklärende Anti-irgendwas Schwierigkeitssteigerung. Tja. Von... Oh, schau mal, dieses Level könnt ihr eigentlich, nachdem ihr gut aufgebaut habt, einfach laufen lassen. Zu... Egal, was ihr tut, ihr werdet sterben. Auf demselben Level, auf dem ihr gerade seid. Ja. Laufen lassen, laufen lassen. Ja, dann überlegt's euch. Aus oder überladen. Ich bring mich um. Okay. Tod ist keine Lösung. Denn er ist hier nicht endgültig. I'm okay, no worries. Was ich ja vielleicht noch so als Idee hätte. Ja. Wäre... Gute Idee. Pass auf. Nee, ich nehme alles an. Pass auf. Wir machen es so wie bei der vorherigen. Wir fangen nicht bei den Anfangspunkten der Gegnern an, sondern wir fangen beim Kern anzubauen. Ja, das machen wir nächstes Mal. I'm ready. Weil dann können wir vielleicht die Springer auch wieder, so wie beim letzten Mal auch, mit irgendwie so einer 3x3 oder 4x4 Seil. Ich muss nicht zu Ende irgendwas aufbauen, oder? Wir können einfach so machen, oder? Jo.